Ihr müsst mir glauben, sie kommen hierher! Sie essen nicht, sie schlafen nicht, sie werden nicht müde und sie töten jeden, der ihren Weg kreuzt. Das sind keine einfachen Banditen, sie verhandeln nicht und kennen keine Gnade! Einmal konnten wir die Stadt verteidigen, aber diesmal ist es anders. Ich verlange nicht, dass ihr mir vergebt, aber bitte, glaubt mir. Wenn ihr nicht flieht, werdet ihr sterben. Ihr werdet alle sterben, verdammt! Das hättest du gern, nicht wahr, Träger? Ja, dann hättet ihr Träger Dalimil endlich für euch, weil wir alle weg sind. Mach, dass du abhaust! Hau ab, Träger! Lass uns von allen solchen! Nichts los, nichts raus mit dir! Hau ab! Verkriech dich in dem Loch, wo bitte, du hörst hörst du ja. Ja. Du nichts los! Warte, sieh mal da. Aufhören! Ihr tut ihm weh! Was hat Luba euch überhaupt getan? Die ganze Zeit löst er eure doofen Probleme und passt auf, dass euch nichts passiert. Ihr wisst ganz genau, dass er alles für diese Stadt tun würde. Wer hat dir das Messer gemacht, das du jeden Tag benutzt, Konrad? Und was ist mit deinem Ladentisch, Natalie? Wer hat den repariert? Wer sagt seinen Männern immer, sie sollen die Straßen fegen, damit eure Stiefel nicht dreckig werden? Wer sieht hier von früh bis spät nach dem Rechten, damit in der Stadt alles rund läuft? Und keiner von euch hat ihm je gedankt. Noch nie! Und hat Luba sich jemals beklagt? Nein. Er ist immer freundlich zu allen. Er hilft uns allen jeden Tag. Und ihr tut alle so, als wäre er gar nicht da. Stimmt, was er sagt. Wie konnte das nur so weit kommen? Lubor! Schluss jetzt! Es reicht! Martin! Wir bleiben hier. Die Stadtwache hat geschworen, Dalimil zu schützen, und genau das werden wir tun. Und ich denke gar nicht daran, die Speicher aufzugeben, die wir so mühsam gefüllt haben. Also sag schon, was können wir tun, um uns diese Akasischen vom Leib zu halten? Wir fliehen nicht. Wir werden kämpfen. Also gut. Na schön. Hört gut zu, wenn ihr nicht sterben wollt. Erlaubt mir, die Lage zu erläutern. Die Ätherflut ist in der Velkroi ausgebrochen, nahe des Dorfs Ceratina. Es war jahrelang unbewohnt. Doch vor kurzem hat sich der Bund der Geächteten dort niedergelassen. Jetzt sind sie alle akasisch. Und wenn die Berichte stimmen, marschieren sie in unsere Richtung. Sie sind willenlose Monster. Sie kennen nichts außer Hass und Wut. Und sie sind absolut unberechenbar.
Bei den Banditen konnten wir wenigstens erahnen, wann und wo sie angreifen. Aber gegen diese Kreaturen wird Dalimil nichts anderes übrig bleiben, als sich blind in die Schlacht zu werfen. Die Stadtwache versammelt sich am Nordtor. Wir anderen übernehmen den Süden. Beide Gruppen, im Norden und im Süden, senden Späher aus. Und wer die Akasischen zuerst sichtet, informiert unverzüglich die andere Seite. Sobald sie in Reichweite sind, gehen wir geschlossen gegen sie vor. Wir müssen diese Monster um jeden Preis von Dalimil fernhalten. Konrad, kann ich auf die Schwerter der Stadtwache zählen? Jederzeit. Die Auswahl und Koordination der Späher überlasse ich dir, Viktor. Und das Kommando über unsere Männer übernimmst du, Ferder. Kann ich mich auf euch verlassen? Selbstverständlich. Wie du wünschst. Natalie, du gehst mit deinen Leuten los und sagst den Bürgern, dass sie sich im Badehaus verbarrikadieren sollen. Und mach den Handelsleuten klar, dass sie wirklich nur das Allernötigste in Sicherheit bringen sollen. Das Einzige, was zählt, ist, dass sie lebend hier rauskommen. Dinge sind ersetzbar. Menschenleben nicht. Wer sich Sorgen um seine Waren macht, dem sagt, dass der Dornenkuss sich bereit erklärt, für jeden Verlust aufzukommen. Ich verstehe. Werde ich ausrichten. Und was soll ich übernehmen? Natürlich die gefährlichste Aufgabe von allen. Dich wollte ich darum bitten, zum Ursprung allen Übels zu reisen. Nach Ceratina. Der Großteil der Meute dürfte noch dort sein. Und für Dalimil wird es keinen Frieden geben, bis wir sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben. Gartenarbeit. Auch mal schön. Ich befürchte, dieses Unkraut wird sich als überaus hartnäckig erweisen. Sicher nicht hartnäckiger als ich. Keine Frage. Also dann, wir alle wissen, was zu tun ist. Jetzt müssen wir es nur noch tun. Für Dalimil!